Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Plague Inc. Evolved. Wir werden uns heute um das Nipah-Virus kümmern. Und ich musste zugeben, oder ich muss zugeben, ich wusste überhaupt nicht, was es ist und habe es mir gerade durchgelesen. Klingt fies. Entzündung Rückenmarks, Gewebe und so weiter. Ist fies. Aber wir kümmern uns jetzt nicht weiter darum, sondern wir spielen einfach. So, normal, natürlich. Niparitis nennen wir es mal. Und dann sind wir auch schon im Spiel. Ich will ja jetzt hier nicht stundenlang irgendwie philosophieren und... Naja, also so wie ich es sonst mache halt, ne? Okay, los geht's. Wir starten in Indien festgelegt und wir wissen gar nicht, was wir... Indien, Play. Und wir sind... Ist das ein Bakterium? Ich glaube, das ist als... Nein, solchen Typ ein Virus. Okay. Wir haben Fledermaus-Übertragung schon. Schweine. Fledermaus, okay. Und da haben wir schon... Achso, Nipah-Virus, einfach gut. Also quasi, wir sind tatsächlich einfach nur der Nipah-Virus in erster Linie. Und jetzt gilt es zu warten und auf jeden Fall erstmal einen Schluck Kaffee zu trinken. Ah, hervorragend. So, wir warten auf DNS-Punkte. Und sind bereit, eigentlich die Welt zu infizieren und zu töten. Jojo-Angriffe nehmen zu. Das ist übel. Ich weiß, wovon ich spreche. So, nehmen wir die Schweine noch mit zu? Jawohl. An sich war das echt wenig, ne? Haben wir da... Fledermäuse, Teil 2. Und dafür brauchen wir 16 schon. Also die Verbreitung über Fledermäuse bzw. Flughunde im echten Leben. Und, ja, jetzt hast du schon wieder warten, naja. Es ist immer am Anfang irgendwie wahnsinnig schwierig für mich, wenn ich so halb müde bin, da ich das sehr früh mache hier, dann sofort reden zu können. Denn ich stehe ja auf quasi, aus dem Koma erwache ich. Wie so ein Vampir richte ich mich plötzlich gerade auf und bin dann wach. Aber mein Geisteszustand ist noch gar nicht in der Lage, richtig das Sprachzentrum zu füttern. Und dann ist es manchmal echt schwierig, gleich loszuplappern. Gerade bei diesem Spiel hier, wo es überhaupt nichts zu erzählen gibt eigentlich. Eigentlich gibt es hier nichts zu erzählen. So, Niparitis hat hunderte in Indien infiziert. Klingt, als wäre ich noch betrunken von Heiligabend gestern. Auch wenn Heiligabend für euch fast schon 2 Wochen her ist, wahrscheinlich, wenn ihr das seht. Übelkeitssymptom, das möchte ich nicht. Können wir das wegmachen? Ja, danke. Was haben wir denn noch? Schlucken, Hustenanfällen während des Essens erhöht Ansteckungsgefahr leicht. Das finde ich eigentlich besser, es ist nicht so auffällig. Und Husten können wir dann eventuell später auch noch nehmen, aber das traue ich mich noch nicht. Und jetzt die Flughunde noch, beziehungsweise Fledermäuse. Oh, Schweine haben wir auch. Teil 2. Mutationschance. Nee, das möchte ich nicht. Ansteckungsgefahr zumeist in heißen, trockenen Gebieten. Ja, das ist ja nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ich mache schon mal Arzneimittel-Resi. Das ist, glaube ich, in jedem Fall gut. Und Indien könnte jetzt langsam mal rot werden oder die Krankheit verteilen. Bitte. Ich habe bitte gesagt. Ach, Mensch. Niparitis infiziert Tausende. Da. Hühnchen. Okay, ich nehme mal noch Hitze hinzu und dann gleich mit 10 DNA-Punkten noch die Kälte schon mal vorbereitend. 30.000, es ist ein bisschen besser geworden. Neues Social Network startet. Für Menschen ohne Freunde gibt es jetzt ein neues Social Network. Blankbook. Das ist ja super.
Das funktioniert auch offline. Das ist so ein zusammenklappbares Etwas. Da sind Papierseiten drin. Die sind aber nicht beschrieben. Blankbook. Ja. Oh. Tempel verbietet Rennen nach Vorfall mit Affe. Was? Okay. So, die Kälte hinzu. Oh, was ist das denn? Respiratorische Verschiebung. Du kannst schwere pathologische Veränderungen im Lungenbereich hervorrufen. Oh. Du kannst schwere neurologische Symptome auslösen. Oh. Hendra-Merkmale. Der Erreger entwickelt die Merkmale des Pferdevirus Hendra und erhöht die Auswahl an Wirtstieren. Oh, jetzt habe ich da versehentlich draufgeklickt. Sehr gut. Denn Pferde sind, glaube ich, dann so im westlichen Bereich auch noch relativ verbreitet. Und gut, Schweine auch, ne? Oh, Fledermaus 3, das ist okay. Als Mutation. Vermisste Frau betritt Polizeirevier mit etwas seltsam, was? Mann, ah. Verstehe ich nicht. Nein, verstehe ich nicht. 10? Reicht das schon? Was brauchen wir für Pferd? 11. Also Indien dürfte jetzt bald, wobei in Indien sind halt sehr viele Menschen. Wie wir alle wissen. So, Pferd. Und da unten auch noch ein. Sehr schön. Und Europa, 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 Europa. Frankreich, um genau zu sein. Zack, Australien auch. Südafrika. Kennen wir schon. Großbritannien durfte jetzt auch schon das Nipah-Virus bekommen. Photophobie. Oh, weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist, glaube ich, jawohl, die Reaktion auf Licht. Die Empfindlichkeit da. Was haben wir hier? Keda, Zeda, Merkmale. Erreger entwickelt Merkmale des gutartigen Zeda-Virus. Virus kann ohne Wirt überleben, ist aber leichter zu heilen. Nee, erstmal nicht. Schwere neurologische Symptome. Auch noch nicht. Wir machen jetzt erstmal Kälte, das hatte ich ja schon angekündigt. Und, oh, guck mal an, Hund. Hund ist auch sehr gut. Hund für 20. Hund müsste ja dann gut sein für China, ne? Wenn der nicht ganz durchgekocht ist. Oh. So, Afrika. Indien startet Arbeit an Heilmittel. Was ein Scheiß. Lass den Kack doch. Ist doch gar nicht so schlimm, das Nipah-Virus. Es könnte. Ist wirklich sehr früh. Ich habe gerade wirklich Bedenken, dass das klappt. Das wäre ja ärgerlich, ne? Nach 8 Minuten Spielzeit schon Heilmittel anfangen. Oh nein. Was hat er jetzt entwickelt? Kurzatmigkeit zu Atemschwellen, trockene Region kann bei. Kann tödlich sein. Kostet 2 DNA-Punkte. Das nehme ich wieder zurück. Also in heißen, trockenen Gebieten könnten wir uns schnell ausbreiten. Ich weiß nicht, wie es dann so in. Was ist denn hier los? In den kalten Gebieten sein wird. Das war jetzt viel gerade, die Neuansteckungen bezüglich Länder. Es sind jetzt auch 2 Milliarden fast schon infiziert und wir gehen über den Teich. Zack. Ja, das geht jetzt gerade relativ zügig. Übelkeitssymptome, ne? Das möchte ich noch nicht. Da opfere ich die 3 Punkte. Zack. So. Ui. Das geht echt zügig jetzt. Mal gucken, wie dann die landesinterne Ausbreitung so läuft. Also der nimmt sich nichts, der Virus. Der ist echt super, was die Ausbreitung betrifft. Wir lassen uns nicht lumpen. Schwein-2-Übertragung. Da sind die Leute in der Türkei ja sicher. Nein, das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. So.
mich interessiert gerade mal was. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Länder infiziert sind, ne? Und die meisten, die infiziert sind, kippen gerade in einem Tempo, was ich für unglaublich halte. Karibik fehlt uns noch, Grönland fehlt uns noch. Und die nordischen Staaten, die skandinavischen. Schwein-3-Übertragung, ja, mutier doch. Virus. Stimmt, das können wir eigentlich machen. Wir haben jede Menge Punkte. Noch Kälte dazu und Arzneimittel Resi machen wir auch mal. Dann kriegen wir in den westlichen Ländern vielleicht noch einen Vorsprung. So, baltische Übelkeit schon wieder. Das finde ich nicht gut. Weg damit. Für 4.